So, da sind wir auch schon wieder. Weiter geht's. Zuletzt hatten wir ja Krieg mit Frankreich. Das häuft sich langsam. Deswegen werde ich jetzt die Leute hier noch aufsammeln lassen. So. Gucken, dass wir irgendwie das hinbekommen, dass wir hier noch einen General erschaffen können. Ich habe schon kaum, ich verstehe das irgendwie nicht so richtig. Hier muss keiner drin sitzen, das ist sogar ein ziemlich guter. Pass mal auf, dann lassen wir den mal rumlaufen. Und werden den hier mal eingliedern lassen. Das ist doch sonst doof. Ja, es wird immer noch überfallen. Ich hoffe ja, da lässt er irgendwann mal ab davon. So. Dann kommt er ja raus. Den schieben wir rein. Weitere Befehle? Und dann können wir nämlich Folgendes machen. Wir können den hier auf jeden Fall dann rausnehmen. Und genau. Erst einmal den Typen wegmachen, ja. Wir triumphieren! Weiter! Eure Befehle, Majestät! Vorwärts für Krone und Vaterland! Der ist versteckt. Mal gucken. Das wäre dann ein Überfall, dann ist die Moral auch schon mega geschwächt. Zum Kleve. Hier haben wir den Krieg. Schlacht von Kleve, September 1808. Sieg über Frankreich. Ja, natürlich, natürlich. So, was mich ein bisschen stört, wir haben keine Kanonen. Nichts, keine 6-Pfünder, keine 12-Pfünder, gar nichts. Okay, was lungert der hier rum? Der wird uns auch spionieren wahrscheinlich. Zwei Runden noch. Dann haben wir das nächste gelernt. Mal sehen, was die Frankreich gleich wieder einfallen lässt. Irgendwas ist ja immer. Ach. Ach. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Diese kleine Ratte hat sich hier reingeschlichen. Wo ist er denn? Wie kann ich euch dienen? Du gehst hier mal rein. Attentat ausführen. 59%. Wir probieren es einfach. Der hat da drin nichts zu suchen. Der will mich ausspielen. Ja. Sehr gut. Das ist dann das nächste, Massenproduktion. Zufriedenheit, minus 4 Rekrutierungskosten, minus 4 Rekrutierungskosten. Oh, super. Er wurde abgefangen. Machen wir immer so, weil was anderes bringt uns sonst nichts hier. Das ist den Aufwand nicht wert mit ihren Mini-Truppen ständig. Nicht möglich, Sir. Wählen Sie dies aus, wenn Sie den Ort besuchen wollen, ohne eine bestimmte Aktion. Ich will aber eine bestimmte Aktion, 49%, ich hoffe, das klappt. Euer Begehr. Unser Agent wurde bei der Erfüllung seiner einheimischen Aufgabe entdeckt. Gefangen? Willst du mich verarschen?
Junge. Er könnte ein Duell machen, aber damit riskiere ich, dass ich einen Edelmann verliere. Sabotage. Erledigt. Attentat erfolgreich. Schweden war das. Sehr gut. Das ist meiner hier, ne? Egal. Dann können wir auch Folgendes machen. Wir nehmen mal unseren Agenten raus. Warte auf weitere Befehle. Ziehen den mal hier hin. Geheimhaltung. Versteht sich von selbst. Verberge mich. Jawohl. Guck mal, die haben immer die übelsten Ränge. Das ist unglaublich. Ich sollte trotzdem nicht so voreilig sein und das vorher abspeichern. Man weiß nie. So. Ungesehen, ungehört. Noch eine Mission? Untersuchen. Jawohl. Schön sabotiert. Der hängt immer noch da drauf, der Typ, unglaublich. Das schwächt mich aber gar nicht, so überhaupt gar nicht. Untersucher. Mission erfolgreich. So. Gut, das sieht man jetzt nicht, was da jetzt passiert ist. Irgendwie Moral ist ziemlich ganz niedrig. Ich würde schon fast vorschlagen, dass wir mal die ein bisschen trainieren, weil die haben ja gar keine Ränge, die kriegen auch keine Ränge, wenn die hier nur dumm rumhängen. Ich brauche strategisch wäre Sachsen richtig gut, weil ich will es natürlich jetzt nicht unbedingt zwingend einnehmen direkt. Wobei wir könnten auch Leibregiment. Dann machen wir das mal so, die ziehen wir mal mit raus. Stellen die mal hier mit auf. Dann ist es bloß der eine. Setzen dafür noch mal den Husaren hier rein. Jetzt kommt der Franzhacken.
Da warte ich noch kurz. Weil ihr habt gesehen, meine Dings war immer noch nicht dabei. Oh, Russland ist mit drauf. Oh, das wird heftig. So. Das auf See machen wir jetzt noch nicht, sondern wir lernen erstmal hier einheitliche Bewaffnung. 19? Alter Finne. 19 Runden ist schon heftig. So, dann ziehen wir uns den hier. Einmal hier mit drauf. Okay, hier könnte ich jetzt Dings machen. Bereit für Befehle. So. Das werde ich auch tun. Ihn hier. Sonst noch etwas? Sonst nichts. Vielen Dank. Linke Seite, Marsch. Sir, eure Befehle. So. Sehr gut. Gut, 3 Kanonen. Das ist mir egal. Dann machen wir das so. So, ich würde vorschlagen, dass wir die einmal trennen, dass wir das da in der nächsten Folge machen, weil das ist eine besondere Folge, denn es ist Napoleon Bonaparte selbst, wie ich gerade sehe. Das heißt, wir machen das in der nächsten Folge, die komplette Schlacht, weil ihr wisst ja, die Schlachten selbst dauern echt lange. Und diese Folge geht ja jetzt nun auch schon ca. 12 Minuten, 13 Minuten, das würde es wieder sprengen. Deswegen machen wir es zur nächsten Folge und dann gucken wir mal. So machen wir das. Alles klar. Bis dahin, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, gerne liken, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten gerne kommentieren und wir sehen uns bei der nächsten Folge, wenn es heißt, wir schlachten Bonaparte. Ah, oder andersrum. Aber wahrscheinlich nicht. Aber wir gucken mal. Wir werden es sehen. Also, bis dahin. Tschüss.